dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Rekordpokalsieger, Nationalspieler der DDR, FCM-Teamkapitän, Europapokalheld von 74, engster Vertrauter von Meistertrainer Heinz Krügel und aktiver Spieler in der Traditionsmannschaft des ersten FCM. Wolfgang Paule Seguin ist die FCM-Legende und wurde kürzlich 75 Jahre alt. Zu Ehren des FCM-Helden startete die AG Vereinskultur mit den fleißigen FCM-Mitgliedern die Serie Helden in Blau-Weiß. Den Auftakt bildete eine Ehrentafel für Wolfgang Seguin am Block 21-22 der MDCC-Arena, welche im Rahmen des vergangenen Heimspiels eingeweiht wurde. FCM-Präsident und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Vereinskultur, Peter Fechner, zur Entstehung und Umsetzung der Idee. Ja, die Idee ist in der AG Vereinskultur begründet. Ja, der Arbeitskreis Tradition hat den Vorschlag gebracht, doch zu unseren Legenden eine Meile zu entwickeln, die den ersten FC Magdeburg seit seiner Gründung nach vorn gebracht haben. Und da gibt es natürlich einige Legenden. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir heute anlässlich des 75. Geburtstages diese Meile der Legenden eröffnen konnten mit Wolfgang Seguin, unserem Paule, der als erster hier jetzt im Stadion dann verewigt wird. Es wird natürlich weitergehen mit diesem Projekt. Die nächsten neuen Legenden werden dann im Arbeitskreis Tradition vorgeschlagen. Und dann folgt eine Auswahl über die Fans, wer dann weiterhin in diese Meile der Legenden sich einreihen sollte. Paul Seguin war sehr gerührt und zeigte sich nahezu sprachlos. Da bin ich sehr stolz und sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde keine Worte. Traumhaft. Vielen Dank, Herr Seguin. Und wie sieht die Arbeit in der AG Vereinskultur aus? Das ist eben ein großes Projekt, was wir jetzt verfolgen und was wir Gott sei Dank von der Pandemie nicht betroffen ist. Also da können wir arbeiten. Wir haben ja vor diesem Projekt das Traditionskabinett einweihen können, ebenfalls ein Projekt des AKs Tradition. Ne, also eine sehr schöne Sache und aus dem Arbeitskreis Projekte haben wir mittlerweile eine lebensgroße Statue von Heinz Krügel erstellen lassen, was der Anfang sein soll zu einer Mannschaft des Jahrhunderts, was allerdings jetzt auch durch die Pandemie etwas eingeschränkt ist. Es geht natürlich weiter in der AG Vereinskultur, da das Mitgliederfest, was wir geplant hatten, dieses Jahr aufgrund von Corona-19 ausfallen musste, planen wir für nächstes Jahr das große Fest. Wir gehen davon aus, dass dann die Pandemiesituation sich verändert hat und eben auch besser beeinflusst werden kann durch entsprechende medizinische Unterstützung. Ja, und so merken wir auch, dass, ich sage mal, die Arbeit dann auch sehr von den Mitgliedern, von den Fans auch gewürdigt wird. Nicht zuletzt sich das Umfeld des ersten FC Magdeburg damit auch verschönert und man eben all vieles erfahren kann über den Club, was man vielleicht sonst erlesen müsste. In jedem Falle sind die Tafeln schon jetzt eine Bereicherung für die MDCC-Arena und können ab sofort von allen Clubfans gesichtet werden.